Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wie ihr seht, wir starten heute ein bisschen anders in die DVD-Runde und das hat damit zu tun, dass ich euch gern eine Streamaufzeichnung zeigen möchte. Es kann also sein, dass ich auf den Chat reagiere, dass ich komische Sachen sage ohne Zusammenhang, weil es halt einfach aus dem Stream geschnitten ist. Aber ich packe euch dafür irgendwo hier in das Bild das Twitch-Symbol, dass ihr seht, okay, hey, das lief eigentlich auf Twitch, das ist einfach nur aus dem Stream geschnitten. Ansonsten ist aber alles wie immer, ich spiele DVD und ihr guckt einfach zu und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir gern ein Feedback da, wie ihr das findet mit diesen Stream-Ausschnitten. Kann ich das öfter zeigen? Möchtet ihr das hier nicht sehen? Lasst auf jeden Fall mal ein Feedback da und jetzt sage ich einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bis bald! Wir starten alle zusammen. Ich hoffe nicht, dass der Killer Mori dabei hatte. Oh. Eine Jägerin. Ich muss sagen, toi toi toi, also das finde ich gar nicht mal schlecht, habe ich in letzter Zeit sehr selten die Jägerin. Ist kein Tod, kein Generator. Gegen die Jägerin spiele ich auch sehr ungern. Der hat auch Nervenkitzel der Jagd dabei. Das heißt. Oh, hier war doch eigentlich sonst immer. Schrank oder so, aber kein Bett. Ja, sie hat Nervenkitzel der Jagd dabei. Das heißt, sie hat irgendwas zu verbergen. Ich gehe davon aus, dass es die aufgezehrte Hoffnung ist. Ruin haben, konnte ich noch nicht testen. Also eigentlich muss jetzt hier hinten ein Generator sein, ja. Weil oben war keiner, da vorne war keiner, also muss jetzt hier ein Generator sein. Die sind über mir. Die jetzt hier runterkommen. Oh, sie gehen weg. Ich hätte sie hören müssen, dass ich hier arbeite. Abgeschmiert. Eigentlich muss ich auch Leute vom Haken retten. Es war jemand unten.
Aber er ist noch nicht an. Der Generator. Was man mir nachher zum Essen gibt, ich denke Nudeln. Die habe ich noch über von gestern. Oh, hier ist die Palette schon weg. Oh, wie sie immer böse wird, wenn man... Oh. Habe ich nicht gesehen. Wie böse sie wird, wenn man sie trifft. Nudeln gehen immer, das stimmt. Ist zwar schon relativ spät dann für Nudeln, aber gut. Ich wollte halt auch nicht noch später anfangen, den Stream. So zum Wiedereinsteigen. Die Palette ist schon weg. Ist. Ah, hier steht ein Spielzeug. Ein Sandkasten rutschen Ding. Jetzt bin ich dort hängen geblieben. Aber ich habe schon zwei Leute sicher vom Haken gerettet. Ich glaube, die unten im Keller kann sich nicht heilen. Hat ein Medikit gesucht. Die anderen beiden sind dann Generatoren. Ich merke mir mal die Richtung. Die eine ist da hinten. Und die, aber da oben, die links, das müsste der Single Gen im Haus oben sein. Wenn du keine geliehene Zeit hast, lass es. Sie geht wieder weiter auf mich. Wow, die Palette hätte ich gebrauchen können, du dumme Nuss. Sorry. Ich muss mir endlich mal selbst genesen. Ich sehe sonst bald hier nichts mehr. Ich bin der Meinung, ich habe sie lange genug hingehalten. Ja?
Jetzt müssen die anderen mal ran. Ja, Karin? Dumme Nuss. Ja, ist voll der Eumel. Ich hätte die Palette dringender gebrauchen können als sie. Wo haben wir jetzt hier noch einen Generator? Los, es fehlt nur noch einer. So, der ist schon an. Ich würde auch gerne das leuchtende Totem wegmachen gehen. Wir treffen uns auf der Treppe. Aber ich weiß halt nicht, was das für ein Totem ist. Und ob der Killer das verteidigen möchte. Ich glaube, die läuft doch da hinten rum. Ich habe nicht wirklich große Pläne fürs Wochenende tatsächlich. Sie kriegt eine Benachrichtigung, dass ich an dem Totem bin. Ich weiß nicht, was das für ein Totem ist. Ich gehe von aus, das ist aufgezehrte Hoffnung. Oh nein! Sich ärgert. Es ist so herrlich. Wo war jetzt der andere Ausgang? Nein! Warum hat sie nicht aufgemacht und getankt? Oh, das war jetzt so knapp und es wäre so schön gewesen, hier noch rauszukommen. Jetzt muss ich auch noch campen. Ja, wirklich schade. Ich meine, ja, die andere, da gerade im Ausgang, wollte sie stunnen. Deswegen hat sie da an der Palette gehockt. Aber der Killer ist halt andersrum gelaufen. Wenn sie den Killer gestunt bekommen hätte, hätten wir wahrscheinlich Zeit gehabt, den Ausgang zu öffnen und rauszukommen. Aber sie hat halt den Killer nicht getroffen. Das war so ein bisschen das Problem. Mist.